Sehr schön. Okay, also, ja, dann herzlich willkommen zum Kubernetes Basics Java User Group Talk. Ja, warum habe ich den Talk gemacht? Wir machen seit, oder ich mache seit ungefähr 2 Jahren Kubernetes-Zeug. Das heißt, ich habe mir am Anfang da ziemlich schwer getan, weil wir überlegt haben, ich wusste, ich habe jetzt hier so ein Spring Boot Fat Jar und da gibt es Kubernetes und irgendwie, wenn man das da reinkriegt, ist das voll gut. Aber ich war mir unsicher, wie das funktioniert. Und irgendwie jetzt, wo wir anfangen, Kubernetes auch produktiv zu benutzen bei Kunden, haben wir auch immer wieder Nachfragen, auch von anderen Kollegen vor Ort oder auch hier. Wie geht denn das eigentlich? Wie kriege ich das eigentlich irgendwie meine App in Kubernetes betrieben? Genau. Ich habe eine kleine Agenda gemacht. Ich wollte einfach mal kurz ein bisschen vorstellen, was ist denn Kubernetes überhaupt? Woraus besteht es? Also welche Teile oder welche Komponenten hat Kubernetes als Kubernetes-Server? Worum es eigentlich geht, ist natürlich die Frage, wie benutze ich Kubernetes aus Entwicklersicht? Und ich schätze mal so, dass wir einen Großteil des Abends mit einer Demo verbringen. Ich habe eine kleine Spring Boot-App geschrieben, die können wir dann einmal in Kubernetes reinstopfen. Grundlegend, wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann unterbrecht mich gerne einfach und dann können wir das auch direkt abfrühstücken. Ganz kleiner Ausflug, was ist denn Kubernetes überhaupt? 2015 hat Google Kubernetes released, nachdem sie das irgendwie ein paar Jahre in-house entwickelt haben als Container-Orchestration-Plattform. Und Google hat dann gleichzeitig die Cloud Native Compute Foundation gegründet, um Kubernetes zu veröffentlichen. Also Kubernetes ist ein Open-Source-Projekt in der CNCF. Und so die bekanntesten Nutzer. Das Erste, was man natürlich immer findet, ist Google. Also wenn man die Google Cloud bucht, um seine Sachen zu betreiben, ist das GCP. Es gibt von Red Hat OpenShift DCOS, Mesos läuft mittlerweile auch mit Kubernetes drunter und drüber, wie auch immer man das gerne in seinem Setup haben will. Mirantis ist ein relativ großer Anbieter und ja, Linux steht da auch noch drauf. ja, was ist es? Kubernetes ist eine Plattform, um Docker-basiert oder Container-basierte Anwendungen oder Applikationen zu betreiben. Ja, es muss nicht unbedingt Docker sein, man kann auch zum Beispiel CoreOS, die mit da viel mitgewirkt haben, gehört jetzt auch Google. Das ist eine Firma, die haben Rocket entwickelt als Docker-Alternative. Es gibt noch mehr Container-Laufzeitumgebungen, die man da benutzen kann. Die meisten Anwendungen, die man findet, sind wohl Docker-basiert, die ich gefunden habe. Genau, Kubernetes kümmert sich als Plattform um das Deployment unserer App, die wir nachher auch da drin quasi veröffentlichen wollen. Das heißt, da geht es darum, einmal die App zu starten, zu deployen, zugänglich zu machen und nachher auch wieder wegzuwerfen. Man kann mit Kubernetes relativ einfach eine App skalieren, wenn sie gewisse Voraussetzungen irgendwie erfüllt. Kubernetes ist dafür gedacht, dass sich die App selbst heilt oder dass sich der Cluster selbst heilt, erkennt, der App geht es nicht gut. Also typischer Fall, den man benutzt, ist der Spring Boot Actuator Health Check, wo man sieht, okay, die App sagt, ah, mir geht's nicht gut, dann wird in der Regel die App weggeworfen, samt ihrem Image außenrum oder ihrem Container außenrum und einfach eine neue hindeployed oder eine neue Instanz deployed. Und man kann eben relativ gut Ressourcen verwalten. Ja, also ich erzähle im Detail noch, um was es da geht. Kubernetes besteht serverseitig oder clusterseitig aus einer API, also ich habe mal ein paar Teile von Kubernetes hingeschrieben. Es gibt noch mehr. Das sind so die, über die man am ehesten mal spricht oder stolpert. Es gibt eine HTTP REST API. Das ist quasi der Endpunkt, mit dem man Kubernetes steuert. Man kann Kubernetes über Config-Files steuern, die man dem Kubernetes-Cluster unterschiebt. Der Standard ist eigentlich dafür, die REST API zu benutzen. Mit entweder dem Kube-Control Command-Line-Tool oder irgendwelchen anderen also irgendwelchen anderen Consumern, die dafür gebaut sind. GitLab ist so ein Beispiel, wo man direkt Kubernetes benutzen kann. Dann gibt es Nodes. Also man spricht oft von einem Kubernetes-Cluster. Letztendlich sind es die Server oder VMs, auf denen dann jeweils ein Docker-Daemon oder ein anderer Daemon läuft, der die Container orchestriert und betreibt. Dann gibt es ein Kubelet. Kubelet ist so der Node-Agent heißt es im Kubernetes, in der Kubernetes-Doku. Das heißt, es ist quasi die Komponente, die sich darum kümmert, wie die Ressourcen auf die verschiedenen Nodes verteilt werden, die sich darum kümmert, auch Health-Checks durchzuführen und dann entsprechend andere Komponenten oder Ressourcen anweist, irgendwie zu reagieren. Also Beispiel, wenn ein Health-Check nicht erfolgreich ist, gibt es eine Komponente oder eine Ressource, die sich darum kümmert, dass zum Beispiel eine neue Instanz gebaut wird oder bereitgestellt wird. Dann gibt es ein etcd.
Das ist einfach nur die Cluster-Config. Da liegt die komplette Konfiguration von Kubernetes drin. Da liegt auch die Konfiguration, die man reinspeichert an Ressourcen und sowas drin. Und ein Kube-Proxy, der kümmert sich darum, dass einfach das ganze virtuelle Networking funktioniert, also dass verschiedene Services miteinander kommunizieren können, dass der API-Server, der auch ein Kubernetes-Service ist, mit den verschiedenen anderen Komponenten auch kommunizieren kann. Genau, ich habe mal ein Bild gemalt. Das wäre jetzt quasi so der Teil, den wir als Entwickler, als Softwareentwickler benutzen wollen, sollten, meiner Meinung nach, und auch vielleicht verstehen sollten, was da passiert. Und zwar gibt es verschiedene Ressourcen in Kubernetes. Und idealerweise werden die, oder was das Tolle ist eigentlich, man kann die selbst bei sich als so eine Art Infrastructure oder Resource as Code definieren. Das heißt, man kann YAML oder JSON Repräsentationen, Entschuldigung, seiner Ressourcen schreiben und die über die, zum Beispiel über das Command-Line-Tool auf die REST-API deployen. Und dann werden die entsprechend eingetütet und das Coole ist, dass man die auch versionieren kann. Und ich würde auch empfehlen, vor allem wenn man mit Kubernetes anfängt, alle Ressourcen zu versionieren. Also idealerweise hat man irgendwie eine IDE oder sowas, die einem das im Hintergrund in die History packt oder so, aber sagen wir mal, ich hatte schon den Fall am Anfang vor allem, man hat irgendwie sich eine Weile Zeit genommen, hat eine schöne Ressource gebaut, die kann alles, was man will, dann hat man sie kaputt gemacht, dann musste man heim oder so, das war irgendwie Feierabend und am nächsten Tag kommst du hin, ist alles kaputt, kommst nicht mehr auf den Stand von vorher, es ist ganz toll, wenn man das versioniert hat. Was es noch gibt, es gibt eine Trennung nach Namespaces. Das heißt, wir definieren Ressourcen innerhalb eines sogenannten Namespaces und man kann auf Namespaces auch rollenbasierte Zugriffsrechte vergeben. Also, was ich zum Beispiel im aktuellen Projekt mache, da benutzen wir einen Namespace für eine Projektstage. Also zum Beispiel die Prod-Umgebung unseres Projekts ist ein Namespace. Die Dev-Umgebung unseres Projektes ist ein anderer, komplett weggekapselter Namespace. Man kann über Namespaces eben Berechtigungen vergeben und die auch dann trennen. Also Beispiel, wenn ich Credentials für meinen Namespace anlege, die in meinem Namespace benutzt werden dürfen, dann kann jemand, der Berechtigungen auf einem anderen Namespace hat, die natürlich nicht auslesen. Wenn ich nachher Services innerhalb meines Namespaces anbiete, kann ich die für andere Namespaces freigeben, muss es aber nicht. Also es muss immer explizit aus dem Namespace, aus dem eine Ressource stammt, auch freigegeben sein, um das woanders zu benutzen. Genau. Ich werde mich ein bisschen, man muss das jetzt noch nicht so richtig verstehen, ja? Ich habe mal so die wichtigsten Ressourcen, die wir so brauchen im täglichen Leben, Kubernetes-Leben mal aufgemalt und werde mich da so ein bisschen entlanghangeln. Das heißt, wir fangen an mit einem Pod. Gleich kommen wir dazu, warum da drei nebeneinander sind, hat was mit Skalierung zu tun. Ein Pod ist die kleinste deploybare Einheit, die wir in Kubernetes kennen. Das heißt, typischerweise ist da ein Applikationscontainer drin, in seltenen Fällen mehrere. Ich sag mal, so ein Best Practice ist eigentlich, eine Applikation in einen Pod zu schnüren, mit der Idee, wenn ich nachher skalieren will, will ich das halt granular machen. Also wenn ich weiß, ich will meine Applikation in 5 Instanzen nebeneinander verpacken, dann will ich nicht auch noch die Datenbank, die in jedem Pod hängt, auch noch mit irgendwie replizieren oder sowas. Es gibt ein paar Ausnahmen, vielleicht sprechen wir nachher drüber, wenn es jemand interessiert. Eigentlich ist es so wie bei Docker, du machst eine App in einen Container rein, es sei denn, du brauchst irgendeine Utility oder so. Genau, und letztendlich repräsentiert ein Pod einen Cluster oder einen Prozess im Cluster, heißt es in der Doku. Heißt, du hast zum Beispiel eine Instanz deiner Anwendung in einem Pod. Letztendlich ist das so eine Art Wrapper um den Docker-Container. Genau, wir definieren ja Pods als ein Set von letztendlich Key-Value-Paaren in einer JSON- oder YAML-Datei. Das heißt, was ganz wichtig ist natürlich, wir müssen wissen, welches Image wollen wir denn verwenden. Ja, kein Image, kein Pod, brauchen wir kein Kubernetes für, wenn wir nichts betreiben wollen. Ich brauche einen Port dafür, wenn ich einen Dienst anbieten will. Das ist auch eigentlich ein No-Brainer, glaube ich. Man kann dem Pod Resource-Limits mitgeben. Heißt zum Beispiel, wenn ich weiß, meine Spring Boot App, die möchte schon zu Laufzeitbeginn irgendwie 500 MB RAM haben, die sie sich schon mal irgendwo hinspeichern will oder reservieren will, kann man einschränken. Man kann auch zum Beispiel einschränken, wie viel einem Pod wirklich fest zugesichert wird.
aber auch ein Maximum, wie viel so ein Pod verbrauchen darf. Also das Kubelet kümmert sich nachher drum, wenn zum Beispiel ein Pod über seine Ressourcengrenzen geht, entweder diesen Pod wegzuräumen oder je nach Strategie, die man fahren will, möglicherweise auch irgendwie zu reagieren. Genau, an den Pod können wir Environment-Variablen definieren oder ein Environment definieren. Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr aus der schon mal eine Spring Boot-App gebaut habt. Da kann man zum Beispiel Environment-Variablen benutzen, um Application Properties oder sowas zu überschreiben, also externe Konfigurationen. Möglicherweise braucht man auch sowas wie eine JVM-Startoption oder sowas, die man als Environment-Variablen hinterlegen kann und was die App auch so kann. Also man soll halt möglichst von der Idee her seine App wenig anfassen und ändern müssen, damit sie dann in Kubernetes läuft. Genau, und Mounts, ganz klar, ist das wie ein Docker-Volume-Mount. Ich habe vielleicht in meinem Image keinen, oder vergleichbar, ich habe vielleicht in meinem Image keinen Speicherplatz drin. Wenn ich den Pod nachher wegschmeiße, ist der Speicher, was ich da reingespeichert habe, weg. Vielleicht brauche ich aber zum Beispiel sowas wie ein lokales SQLite-File oder sowas, was ich halt immer wieder brauche. Und es soll halt auch bestehen bleiben, wenn der Pod nachher weggeräumt wird. Kommen nachher nochmal kurz drauf. Genau. Dann gibt es zu den Pods dazu, man hat es vorhin im großen Bild gesehen mit so einem Strich, ein Replika-Set. Replika-Sets sind dafür gedacht, sich um den Lifecycle der Pods zu kümmern. Die werden auch von außen konfiguriert und die wissen zum Beispiel, von einem Pod soll eine gewisse Menge an Instanzen gleichzeitig bestehen. Das Replika-Set triggert zum Beispiel, dass ein neuer Pod gespawnt wird, wenn einer zu wenig da ist, oder? Gibt es eine Strategie für, wo man sagt, zum Beispiel, wenn unter 25% oder wenn bis 25% der Pods fehlen, ist das noch okay. Alles darüber, wenn zum Beispiel 2 von 4 wegbrechen, willst du einen neuen spawnen oder 2. Und das stellt eben sicher, dass ich immer so viele Instanzen, wie ich gerade möchte, auch habe. Es ist letztendlich so ein kleiner Worker, der sich darum kümmert. Und ein Beispiel wäre, ich skaliere jetzt in meiner App von einem auf 3 Pods, weil ich merke, es ist jetzt 19 Uhr, die Leute kommen nach Hause, die fangen an im Internet zu surfen, meine App zu benutzen. Ich schreibe in das Deployment Replika 3 hin und dann kommen 2 neue Container dazu. Das ist nur für den Benny, die Animation. Genau. Deployment. Man sieht noch so stilisiert so einen kleinen Rahmen um den Rest. Also in einem Deployment wird das komplette, das ist quasi repräsentiert den State, den ich erreichen möchte. Das heißt, ich definiere da rein, welchen Pod ich benutzen möchte, mit welchen Einstellungen, wie das Replika-Set aussehen soll, also wie viele Replikas, wie viele Instanzen will ich parallel haben. Dazu kommt eine Update-Strategie. Das heißt, typischerweise, wenn ich eine App ersetze, weil ich zum Beispiel eine neue Version deploye, ist der Standard ein Rolling Upgrade. Das heißt, es wird immer ein Container oder ein Pod der neuen App-Version hochgefahren. Und wenn der sagt, ja, ich bin da, mir geht's gut, ich lebe und da kommt Traffic drauf, wird einer von der alten Version abgebaut. Es gibt Ausnahmen, da macht das nicht immer Sinn. Also Beispiel, wenn die neue Version eine neue API mitbringt und nicht API gleich ist. Oder zum Beispiel, wenn ich eine Schemaänderung mache zwischen 2 Versionen. Ja, dann muss ich ja sicherstellen, dass nicht gleichzeitig, also sicherstellen, dass entweder nur die alte oder nur die neue Version läuft. Und da wäre es auch möglich, anders als der Standard vorgibt, dass man quasi sagt, ich mache einen, ich weiß nicht genau, wie es heißt gerade, ist mir gerade entfallen, ich nehme meine Update-Strategie und sage, wirf erst alle alten Versionen weg, dann habe ich eine definierte Downtime und dann starte ich alle neuen Instanzen oder alle Instanzen der neuen Version, wenn ich zum Beispiel zwischendurch eine Schemaänderung machen will. Genau, und dann ist in Kubernetes hält sich selbst in der Laufzeit irgendwie die letzten, man kann es konfigurieren, ich glaube der Standard ist 3, die letzten 3 Versionen vor und man kann dann relativ einfach einen Rollback machen. Also man muss nicht das ganze Deployment neu definieren, sondern man kann einfach sagen, roll mal auf den letzten State, zum Beispiel wenn man nach einem Upgrade merkt, es funktioniert irgendwas nicht. Genau. Jetzt haben wir einen Haufen Pods. Und wir haben schon gemerkt, das ist halt ein bisschen schwierig zu fassen. Jeder Pod bekommt, wie bei Docker auch, eine eigene interne Cluster-IP und ist darüber erreichbar. Jetzt will ich natürlich nicht darauf angewiesen sein, zu wissen, welcher Pod ist denn gerade da, wie heißt der, welche IP hat der, sondern es soll möglichst natürlich einen festen Endpunkt für unsere Services geben. Und das ist ein Kubernetes-Service. In dem Fall heißt das, es ist quasi ein permanent beständiger Endpunkt.
Sprich, der bekommt eine feste IP innerhalb des Clusters, die so lange bei ihm bleibt, wie dieser Service läuft. Und im Service ist es egal, wie viele Instanzen von unserem Pod gerade da sind. Das Einzige, was der Service macht, ist, der führt eine Liste aller Pods, die, für die er, also die zu diesem Service gehören, und trifft anhand deren Health-Status eine Entscheidung, ob er Traffic auf diese Pods leitet oder nicht. Genau, und dann gibt es innerhalb des Kubernetes-Clusters einen internen DNS-Dienst, und auf diesem DNS-Dienst kann man quasi Services aus dem Kubernetes anderen Services verfügbar machen. Also Beispiel, wenn ein Service meine MySQL-Datenbank ist, dann kennt der DNS-Server den MySQL-Datenbank-Service-DNS-Eintrag, und ich kann das an andere Ports oder andere Anwendungen, die ich vielleicht auch in einem anderen Namespace deployed habe, mit dran definieren. Zum Beispiel als Environment-Variable, indem ich ihm sage, okay, die IP des, oder du willst einen MySQL benutzen, dann benutzt doch den MySQL-Services-Prod.dns.kubernetes.local. Heißt wahrscheinlich ein bisschen anders. Nagelt mich nicht drauf fest. Genau, wie gesagt, der Service ist auch da, wenn ihr alle Instanzen von eurer App abbaut. Der ist dann halt da und hat keinen Endpunkt, den er bedienen kann. Man kann ihn trotzdem ansprechen, kriegt wahrscheinlich eine Fehlermeldung. Genau. So, jetzt haben wir einen Service. Jetzt können wir obendrauf noch einen Ingress definieren. Ich habe was vergessen. Der Service, der kann schon außerhalb Kubernetes auch Services anbieten. Das heißt, man kann hier schon zum Beispiel gerade so eine MySQL-Datenbank, da kann man irgendwo einen Port aufmachen auf einer IP, kann eine externe IP da dran binden, und dann können auch Consumer, die außerhalb von Kubernetes leben, diesen Service benutzen. Genau, für HTTP oder für Load-Balancing-Szenarien gibt es noch den Ingress. Typischerweise ist das entweder ein, was ist das, ein Envoy-Proxy wird gerade gehypt. Ich glaube Nginx oder, also Nginx ist ja so ein bisschen der größte Apache-Konkurrent, das kennt wahrscheinlich jeder, hat jeder schon mal gehört. Ist dann auch ein Service innerhalb von Kubernetes, und für den gibt es einfach eine Regel oder mehrere Regeln, wie man Load-Balancing benutzen kann, wie man SSL, also HTTPS-Verbindungen terminieren kann. Das heißt, die App muss sich nicht um SSL kümmern. Das ist vielleicht in Java, Spring Boot, Tomcat nicht die beste Idee. Dafür gibt es Nginx. Der skaliert besser, der hat kleinere Latenzen, der läuft schneller. Man kann das besser einschätzen. Deswegen will man das vielleicht benutzen. Zusätzlich kann man eben HTTP-Proxy dafür verwenden. Das heißt, man kann auf der gleichen IP mehrere Services anbieten, die man dann zum Beispiel über den Pfad kenntlich macht. Also werde das auch nachher in einem Beispiel zeigen, aber das ist eigentlich das Gleiche, was man mit einem Apache Reverse Proxy oder sowas vor seiner App macht, damit die App nicht selbst auf Port typischerweise 8080 am Tomcat mit dem Consumer direkt sprechen muss. Genau, so, jetzt gibt es noch so ein paar losgelöstere Ressourcen, die habe ich mir ein bisschen schwer getan, die einzusortieren. Ich habe es mal so ein bisschen Richtung Pods gelegt, weil man sie in der Regel in Pods verwendet. Da gibt es einmal Config Maps, das heißt, wie der Name einfach sagt, man kann Konfigurationen für seine Applikation hinterlegen. Typischerweise im Spring Boot Java-Umfeld ist das zum Beispiel in Application Properties. Das heißt, wir können zum Beispiel, ich habe mir mal sowas rausgesucht wie Management Endpoints Web-Based Path. Das heißt, das ist der Pfad, unter dem der Spring Boot Actuator in Spring Boot 2 erreichbar ist. Der heißt typischerweise Actuator, und man kann es dann umschreiben oder überschreiben. Ja, also man könnte hier zum Beispiel auch sagen, die Datenbank liegt auf der IP, wenn es nicht ein Kubernetes ist. Die Datenbank liegt unter dem Host. Wir wollen den Port benutzen, den Usernamen, vielleicht auch das Passwort. Einfach das, was man auch in einer klassischen Spring Boot Fetcher als Application Properties nebendran legen würde oder in einen Config Folder oder sowas. Genau, Volumes. Manchmal kommt man nicht hin, ohne zum Beispiel eine App Speicherplatz hinzulegen, weil sie zum Beispiel ein lokales Log oder ein lokales File irgendwie schreiben muss, das vielleicht auch über alle Instanzen geshared wird. Also Beispiel, wenn da jetzt drei Pods oder drei Applikationsinstanzen liegen von irgendeiner Anwendung, wissen die nichts voneinander. So. Und wenn die aber was voneinander oder zumindest einen State haben oder irgendwas, ist es vielleicht möglich, das über einen File zu machen. Ja, wahrscheinlich benutzt man lieber Redis oder sowas. Aber man kann eben über Volumes eine Art Speicherplatz, der in den Pod gemountet wird, da dran definieren. Genau, und dann gibt es noch Secrets. Ich habe vorhin schon mal gesagt, man kann in Application Properties, macht man ja jetzt in seiner Spring Boot App auch,
Username und Passwort hinterlegen. Kubernetes bietet noch so eine Art Extra an, dass es eben einen Secret Store gibt. Man kann sich die Secrets auch rausziehen, wenn man einen Admin-Zugang auf dem Cluster hat oder auf dem Namespace hat. Wobei es natürlich immer so ist, sobald ich eine App deployen kann, kann ich auch eine App schreiben, die das Secret nimmt und ins Log schreibt. Und ich bin da immer so ein bisschen gespaltener Meinung. Wenn du einen Config-Server benutzt, kannst du halt den Token nehmen, ins Log schreiben und so weiter. Aber letztendlich, Secrets ist halt ein Storage-Punkt, wo man Credentials hinterlegen kann, Zertifikate hinterlegen kann, also nicht zwingend nur Client-Zertifikate, auch zum Beispiel das Webserver-SSL-Zertifikat für den Nginx und eben Tokens von irgendwelchen anderen APIs. Yay, I'm gonna ship it. Genau. Bisschen Demo, weil es einfach sonst so trocken ist mit nur Folien. Ich habe eine kleine Spring Boot App gemacht, die zeige ich euch gleich kurz. Die bietet einen ganz normalen REST-Controller an, der sagt einfach Hello. Ich habe bei mir lokal auf dem Rechner einen Minikube installiert. Das ist quasi ein Ein-Node-Kubernetes-Cluster, den man so zum Rumspielen und erste Schritte und sowas benutzen kann. Der ist API-gleich zu Google Kubernetes oder OpenShift Kubernetes. In der Regel sind die alle... Es gibt zumindest irgendwie so ein Kubernetes-Zertifikat, das Anbieter machen können und damit aussagen, okay, für uns könnt ihr eure ganz normalen Kubernetes-Apps, die ihr woanders schon betrieben habt, auch bei uns eintüten und es sollte was Ähnliches rauskommen. Genau, und wir steuern das auf der Command-Line mit kubectl. Das ist quasi der Standard-Kubernetes-Command-Line-Client. Genau. Also, einmal Spring Boot App, kommt einfach aus Start-Spring.io, kann nichts Besonderes, kann Starter Web, also kann eben REST-Controller und so ein Krempel abbilden, kann eine REST-Schnittstelle werden. Actuator habe ich noch eingebaut für eine Health-Schnittstelle und in einer späteren Version nachher noch Security-Config. Ich habe es bei mir lokal, mach mal den Andreas mal weg, ich habe das bei mir lokal deployed. Die App sagt einfach Hello, wenn man die quasi auf dem Root-Path aufruft. Was man noch machen kann, vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, es gibt noch einen Host-Pfad. Das ist quasi der Name von meinem Laptop. Wir sehen nachher, warum wir das genommen haben. Das heißt, es ist einfach nur ein einfaches Hello auf Slash und mit Slash Host. Entschuldigung. Mache ich einfach eine Address, get local hosts, also kein Rocket Science. Genau, und ich würde jetzt quasi die YAMLs, ich habe YAML benutzt, weil es, finde ich, schöner zu lesen ist als JSON, zeigen und auch deployen in diesen Cluster, der ist im Moment leer und fast leer, bis auf so das Systemzeug, was man braucht, und wird da einfach ein bisschen dran erklären, warum ich das gemacht habe, was wir damit erreichen. So, einmal kurz Kubernetes. Man kann sich zum Beispiel die Pods anzeigen, die hier laufen, in meinem Namespace. Man kann sich anzeigen, was es für Namespaces gibt. Also, wir haben einen Default Namespace. Moment. Könnt ihr es sehen von hinten? Cool. Das ist jetzt so ein bisschen... die Frage, will man das so benutzen? Es kommt halt mit Minikube mit. Wahrscheinlich kann man in Minikube keine abgefahrene Security abbilden. Es gibt kein Rollbase, also es gibt Rollen, aber wenn man das jetzt live betreiben will, ist vielleicht Minikube nicht die beste Basis. Was bei Minikube immer mitkommt, ist ein Default Namespace. Ist schon 47 Tage alt. Wahrscheinlich habe ich mich damals mir ein frisches Minikube aufgesetzt, um den Vortrag mal anzufangen, vorzubereiten oder mal zu überlegen, kann ich damit rumspielen. Und es gibt noch so ein paar Kubernetes-Standard- Namespaces, die Kubernetes braucht, wo Kubernetes-Ressourcen drin laufen. Genau. Alles, was ich jetzt ausführe, sowas wie get pods oder get deployments, get secrets, läuft standardmäßig in dem Default Namespace ab. Genau. Und das wäre hier so quasi das Erste, was wir deployen, weil es eigentlich keinen Sinn macht, einen einfachen Pod zu deployen. Der braucht halt ein bisschen Anbindung außenrum, damit er leben kann oder damit auch jemand guckt, ist es noch da oder nicht.
ist so eine relativ minimale State-Darstellung, die man mit dem Deployment erreichen will. Das Wichtigste ist quasi der untere Teil, wo der Container festgelegt wird, den wir benutzen. Ja, also ich habe diese Hello-App irgendwo in Docker Hub hochgeladen. Das heißt, wir brauchen keine Registry vorne dran und wir hätten gerne die Version 0.0.0.4, weil ich habe die 1 bis 3 kaputt gemacht. Und wir wollen natürlich diesen Container auf Port 8080 ansprechen. Es ist ein OpenJDK, drin läuft die Java Spring Boot App auch auf Port 8080. Ich kann einmal kurz das Docker-File dazu zeigen, was ich da benutzt habe. Das ist ein ganz normales OpenJDK Base Image. Die Frage ist, ob man produktiv das benutzen will, weil es halt total bloated, viel zu groß ist. Ich weiß nicht, wie viel da nachher rauskommt, irgendwie 800 MB oder 500 MB oder sowas. Es gibt kleinere Pakete, wenn ihr die schon Docker nehmen, benutzt einfach euer Docker-File, was ihr jetzt auch schon benutzt. Ich bin relativ sicher, dass man den Expose-Port braucht. Also in Docker kann man ja immer noch auf der Command-Line quasi sagen, expose bitte den Port. Das funktioniert in Kubernetes nicht. So, weil der Pod quasi nur noch so ein Wrapper um den Container ist. Was wir machen, wenn der Docker-Container gebaut wird, ist, es wird ein App-Directory angelegt. Das ist willkürlich meine Entscheidung, wie das heißt. Ich kopiere mein von Maven gebautes Hello-Jar in diesen App-Container und sage dem Container, wenn du läufst, dein Workdir ist /app und der Rest ist ganz normales Java. Ich starte einen Jar-File. Genau. Und ansonsten, was außerhalb dieser Container-Spec noch dazukommt, ist eigentlich nur so ein bisschen, das Deployment braucht einen Namen, es gehört irgendwo zur Hello, zu dieser ganzen Hello-Geschichte. Das ist, ich sag mal, nicht so wichtig. Man braucht für gewisse Zwecke nachher diese Labels und darauf kann man, man sieht hier auch einen Selektor, Sachen selektieren. Ich würde es einfach mal so stehen lassen, weil es wahrscheinlich zu weit führt. Was wir jetzt machen, ist einfach ein Apply. Oh, da gibt es noch mehr Deployments. Was ich machen will, ist ein kubectl apply. Moment, ich kann das aber auch hochschieben ein bisschen. Sprich, das ist quasi so der Standard kubectl Aufruf, wenn man was ändern will tatsächlich. Es gibt noch, man kann noch was editieren und sowas, machen wir gleich. Aber es heißt einfach, ich habe hier einen Resource-File, in dem Fall YAML. Ich möchte, dass das in dem Container bereitgestellt wird oder die Ressource bereitgestellt wird und man konfiguriert die so hier rein. Und dann bekommt man die Rückmeldung, ja, okay, ich habe eine Deployment-App, die heißt Hello, also created. Wenn man das jetzt nochmal ausführt, habe ich den State nicht geändert. Das merkt Kubernetes auch, das heißt, da passiert auch nichts. Wenn man es ändert, steht halt da changed oder updated. Sehen wir wahrscheinlich gleich. Was wir dann sehen ist, dass es ein Deployment gibt jetzt und es sagt uns, ich möchte gerne einen Container haben. Ich habe einen und der ist auch available. Genau. So, was man hier jetzt sieht ist, es wurde ein Hello-Container erzeugt. Das heißt, das ist quasi der Name von dem Pod. Hinten dran ist eine ID. Die ID, die gehört zu dem zugehörigen Replika-Set. Also der Pod, der erbt vom Naming her den Namen des Replika-Sets, das ihn verwaltet. Oder das seine Lifecycle verwaltet. Und die dritte Stelle ist eine ID, die quasi der Eigenname dieses Pods ist, an dem man dem identifizieren kann. Ich kann mal kurz das Replika-Set dazu zeigen. Genau. Und dann sieht man eben, hier ist eben auch diese ID dran. Und in dem Replika-Set steht halt zum Beispiel drin, okay, es soll eine Instanz dieser Anwendung geben. Was wir jetzt auf diesem Pod machen können, sind eigentlich viele Befehle, die Leute schon oder die ihr wahrscheinlich schon aus der Docker-Welt kennt, die sich auch so 1:1 mehr oder weniger mappen lassen. Das heißt, wir machen zum Beispiel einen kubectl logs auf den Hello-Container oder auf den Pod, muss man richtig sagen. Und ich mache das mal ein bisschen größer. Und dann sehe ich eben quasi so die untere, so ist wahrscheinlich ein bisschen besser, das, was quasi von Spring Boot einfach auf Standard outgelockt wird.
Also es ist auch so ein Best Practice, wie auch in Docker, zu sagen, die App muss gar nichts mehr von irgendeinem Logger wissen oder von irgendeinem Log-Appender, sondern wir loggen einfach nach Standard out, entscheiden maximal noch, welches Format wir loggen wollen, und es gibt irgendjemand anders, der sich darum kümmert, dass die Logs auch eingesammelt und aggregiert werden können. Genau, und dann sieht man eben, hier wird die Started Hello Application, so heißt halt die App, in 6 Sekunden oder sowas, und dann läuft da ein relativ einfaches Spring Boot App. Was wir machen können, wie auch in Docker, ist zum Beispiel ein exec auf dem Container, und wir sagen zum Beispiel curl local, wenn ich tippen könnte, localhost slash, und wir bekommen eben, wenn man sich den restlichen Curl-Krempel wegdeckt, dieses Hello. Ja. Also es ist quasi der gleiche Inhalt, den wir vorher auch im Browser gesehen haben, nur dass der Container, dass in dem Container der Befehl ausgeführt wird, dass er quasi von sich selbst diese Schnittstelle aufruft. Und das gleiche funktioniert auch mit dem Host-Kommando. Warum kommt das in da hinten dran? Okay. Was man jetzt sieht hier, ist eben genau der Punkt, wo dieser Host jetzt so ein bisschen Sinn macht, das ist nämlich unser Podname. Also so wie im Container auch oder wie auf einer Linux-File auch, das, was Java Spring Boot, in dem Fall Java, damit INET Address, Get Hostname oder Get Localhost sucht, ist quasi einfach der Name dieses Pods. Einfach nochmal zum Vergleich, da steht dieses 4BWVW hinten dran. So, mit dem Pod können wir noch nicht viel anfangen. Wir haben einen Pod, der ist halt da. Ja. Wir wollen natürlich vorne dran einen Service definieren, der auch Traffic auf diesen Pod umleiten kann und der eine feste IP bekommt oder beziehungsweise einen DNS-Eintrag, mit dem der Hello-Service gefunden werden kann. Wir machen einfach wieder ein kubectl-apply auf den Service und wir können dann sagen, zum Beispiel kubectl-describe. Das mal weiter hoch. Service Hello. Man sieht immer, Describe gibt einfach ein bisschen mehr Info über die aktuelle Ressource, die man sich anzeigen lässt. Und was wir sehen, ist einfach einmal der Name von dieser Ressource. Dann sehen wir ein paar Annotations. Da kommt zum Beispiel die letzte Konfiguration, die bekannt ist. Die IP, die dieser Service innerhalb unseres Clusters bekommt, die wir uns nie merken müssen, weil es dafür eben den Kubernetes-internen DNS-Server gibt. Und man sieht unter Endpoints hier, das ist die IP von dem Pod, also von dem Hello-Pod, den wir hier sehen oder den wir gespawnt haben. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel sowas anschaut wie getPods und ein bisschen mehr Info rauslässt, dann kann man sehen, dieser Pod mit der 4BWVW im Status Running, den es seit 5 Minuten gibt, weil ich ihn vor 5 Minuten deployed habe über das Deployment, der hat diese IP, die der Endpunkt auch erkannt hat. Und das heißt in dem Fall, der Endpunkt, der Service hat erkannt oder hat vom Kubelet gehört, dieser Pod ist, der funktioniert, da kann ich Traffic drauf leiten. Genau. Was wir dann noch machen wollen, damit wir das auch im Browser ein bisschen hübscher aufrufen können, ist eine Ingress-Ressource zu definieren. Das heißt letztendlich, in der einfachen Variante ist das das, was sonst bei einer, zum Beispiel auf einer Linux-VM einen Reverse-Proxy machen würde. Wir haben den Service jetzt, weil der Ingress nichts mehr vom Pod wissen soll, er muss nur noch den Service kennen, auf Pod 8080 deployed, das heißt, da ist die App erreichbar, und wenn ich die mit Slash im Browser anfrage, ist es halt so wie eine Apache oder Nginx Reverse Proxy Konfiguration. Was man dazu sagen muss, es gibt oben einen Hostname, das ist so wie der Hostname auch in einem Reverse Proxy oder Web Proxy, das heißt, wenn ich in meinem Browser Minikube mitschicke als Request URL oder URI, dann wird das entsprechend vom Ingress erkannt und unterhalb dieses Hostnames dann mit dem Pfad auf das passende Backend geleitet. Apply wollten wir machen. So, jetzt gibt es einen Ingress Hello, und wenn ich das im Browser aufrufe, ist jetzt bisschen getrickst. Ich habe bei mir lokal auf dem Rechner einen
DNS-Eintrag angelegt, einen statischen, der einfach sagt, wenn ich Minikube aufrufe, möchte ich auf die IP von meiner VirtualBox VM kommen, wo das die Minikube-Instanz läuft. Also quasi mein Fake Kubernetes oder OneNode Kubernetes. Und dann passiert genau das Gleiche. Ich sehe hier, dass ich hier ein Hello zurückbekomme. Und wenn ich den Host aufrufe, sehe ich eben, dass ich den Hostname zurückbekomme, den wir schon kennen. Was wir jetzt sehen können, ist zum Beispiel mit Logs, glaube ich, dass es da keinen Aufruf gab, weil wahrscheinlich jemand keine Logging-Config irgendwie eingebaut hat. Dann gibt es da keinen Log zu. Genau. So, jetzt wäre es natürlich langweilig, wenn wir immer nur den einen Host hätten, sondern das mit dem Hostname soll ja auch irgendwie einen Sinn haben. Was wir machen wollen jetzt im nächsten Schritt ist mal die Instanz, weil jetzt so gerade so richtig viel Traffic hier mit meinem einen Aufruf drankam, das ein bisschen hoch zu skalieren. Das heißt, wir editieren unser Deployment. Das heißt, man kann quasi in dem Editor seiner Wahl live auch so einen gewollten Zustand editieren und Kubernetes mitteilen, okay, in dem Moment, wo ich was speichere, macht quasi kubectl einen Apply auf diese Temp-Datei. Also er exportiert einmal das Deployment, bei mir ist es in Vim, weil das mein Standard Editor ist, und dann suche ich mir irgendwo die Replikas, viel Text. Und in dem Fall ist es so, dass ich einfach sage, ich möchte drei Replikas von dieser Instanzen, von diesem Pod oder von diesem Container haben. Und dann speichern wir das. Und dann sagt er mir, okay, ich habe es editiert. Also scheinbar heißt es edited und nicht updated. Und was jetzt passiert ist, kubectl legt ein neues, oder Kubernetes legt ein neues Replika-Set an. Ah, liegt es nicht, weil es nur hochskaliert wird. Entschuldigung. Kubectl sagt nur dem Replika-Set, Achtung, du musst jetzt drei Instanzen verwalten oder es sollen immer drei Instanzen bereitstehen. Das heißt, er legt zwei neue an, zieht den Container, beziehungsweise der Container ist bei mir auf dem Rechner oder in meinem Docker-Daemon, der kann schon darauf zugreifen, weil ich ihn vorhin schon mal gezogen habe, und startet den einfach. Und man sieht jetzt hier, der alte ist noch da, 8 Minuten alt. 22 Sekunden sind die beiden neuen alt und die fahren jetzt hoch und bedienen dann auch diesen Service. Und weil es Spring Boot ist, dauert es vielleicht ein bisschen. Was wir jetzt eben sehen, ist, dass wir jetzt offensichtlich den Request von einem anderen Pod zurückbekommen haben. Ja, und dann sind wir bei diesen drei, GT4 und BNT, und das sind eben genau diese drei IDs, die wir hier auch sehen. Genau. Und was man hier halt die ganze Zeit hätte sehen können, wenn ich dran gedacht hätte, wäre sowas wie Actuator Health, Status Up. Hilft natürlich nichts, wenn ich nicht weiß, zu welchem Pod es gehört. So, Fragen soweit? Wenn der Service mit einer externen, für Kubernetes zugänglichen und für mich auch von außen erreichbaren IP ausgestattet ist. Ich glaube, du kannst an beiden Stellen das definieren. Also es gibt auch dedizierte Load Balancer Ingress Controller. Also sagen wir andersrum, ich habe bis jetzt nur Nginx persönlich benutzt. Ich kann es dann sagen, ob zum Beispiel weiß, dass es Envoy gibt, den man als Load Balancer wohl benutzen will, habe ich keine Erfahrung mit. Ja, aber du kannst rein am Service natürlich schon Ports bereitstellen, weil ja zum Beispiel Nginx auch nur mit HTTP umgehen kann. Also wenn mein Service jetzt MySQL oder JMS oder sowas anbieten würde, wäre Nginx wahrscheinlich nicht die richtige Wahl dafür, um das irgendwie zu verwalten. Achso, und ich hätte die Frage wiederholen sollen. Die Frage war, ob man nicht auch schon am Service den Service hätte erreichen können. Genau. Die Frage war, ob es anstatt einen kubectl-edit zu machen, nicht besser gewesen wäre, das in meine Config-YAML oder Deployment-YAML reinzuschreiben, die wahrscheinlich nachher auch in eine neue Version einzuchecken und das mit Apply zu pushen. Ich glaube ja.
Ich wollte aber euch zeigen, dass man es auch editieren kann on the fly. Aber das ist halt, das ist zumindest ein Modus, da hast du eine funktionierende Version bei dir und mit Edit kannst du es auf dem Server kaputt machen. Es ist auch so, dass kubectl so einen leichten Syntax-Validation macht. Also wenn man zum Beispiel, gerade YAML ist ja so ein bisschen pingelig, was so Einrückungen angeht oder sowas, wenn man da was falsch macht, dann meckert kubectl und man kann dann, wenn man möchte, die Validation ausschalten. Fraglich, ob das Sinn macht. Ich glaube ja. Okay, ich wollte die Frage wiederholen. Die Frage ist, man hat eben gesehen, dass irgendwie so wahrscheinlich Round-Robin-mäßig die Pods durchgecycelt wurden, wenn man die Anfrage gestellt hat und quasi der Service sich einfach Round-Robin einen aussucht. Um ehrlich zu sein, bin ich nicht sicher. Also du kannst das bestimmt beeinflussen, so wie du auch zum Beispiel DNS beeinflussen kannst. So. Was man sehen kann, ist, wenn man das ausprobiert, ist, dass es nicht Round-Robin ist. Ja? Also wenn ich den Host, das ist der falsche, Entschuldigung. Na, will nicht. Wenn ich das paar Mal, eben hat man schon gesehen, ja, das mit dem B vorne, das kam als drittes wieder, obwohl das eigentlich, also das ist irgendwie so ein bisschen random. Ich habe es nicht anders ausprobiert, ich bin sehr sicher, dass man es einstellen kann. Ja. Okay. Wollt ihr noch? Also ich hätte gesagt, bis hierhin ist so ein bisschen so der Weg, wie kriege ich irgendeine App rein in Kubernetes. Man muss sich auch immer irgendwie im Klaren sein, man kann nicht einfach irgendeine App hernehmen und die in Kubernetes stopfen und dann, weil irgendein Manager zum Beispiel gehört hat, das ist jetzt, Kubernetes ist jetzt der hippe Scheiß, das muss man jetzt machen. Ja, also wenn es mal nicht klappt, der Kubernetes.io Slack-Channel ist eine ganz gute Hilfe, aber man hat halt auch immer direkt, man joint und es kommt direkt einer, der einen fragt, hey, kannst du mir mal helfen, Oracle DB in Kubernetes zu deployen? Und ich habe gefragt, warum? Und dann war halt die Antwort tatsächlich, ja, because my manager said so. Also man muss halt aufpassen, wie auch bei Docker, wie auch bei VMs, wie auch bei irgendjeglichem neuen Ding, passt das auf meine App. Man kann die App anpassen, man kann wahrscheinlich ein bisschen Logik um Kubernetes rumschreiben oder um die Ressourcen ranschreiben, es wird nicht für jede App funktionieren. Also gerade wenn man irgendwelche Datenbankcluster hat, wo es immer eine Instanz gibt und die werden balanciert über die verschiedenen Instanzen, die aber alle eine eigene Logik haben. Warum muss das in Kubernetes? Es funktioniert. Google betreibt alle Services, die sie haben, in Kubernetes. Also wenn ihr bei Google eine VM mietet, läuft unten drunter Kubernetes. Oder ein Kubewirt wahrscheinlich oder sowas. Genau, so. Jetzt sind wir hier an der Stelle. Ja, wo war der jetzt? Spring Boot, da hätte es auch eine Nginx-App getan. Was wir machen wollen noch, um das Ganze ein bisschen zu verfeinern, ein bisschen zu erweitern, man hat es vorhin schon gesehen, ich habe einen neuen Pod erstellt und er sagt sofort ready. Es hat aber immer so 6-7 Sekunden gedauert, bis Spring Boot hochgefahren ist. Und wenn man eine größere Spring Boot-Anwendung hat, dauert es auch gerne mal eine Minute oder je nachdem, auf was für eine App man ist und was vielleicht noch gescheduled werden muss beim Start und welche Pfade noch gemappt werden müssen, dauert es vielleicht auch ein bisschen länger. Was wir deswegen machen wollen, ist quasi ab bis hier ist das alles das Gleiche, was wir vorher schon hatten. Wir werden jetzt das Deployment ändern und eine Liveness und eine Readiness Probe hinzunehmen. Das sind quasi Testmechanismen, die Kubernetes benutzen kann, um festzustellen, ob es unserer App gut geht und was er mit unserer App machen soll in ihrem Lifecycle. Die eine Probe ist dafür da, um zu sehen, da stand vorhin mal, ich kann es nochmal zeigen, an den Pods steht dran Running oder Status und Ready. So, Running passiert erst, wenn die Liveness Probe, nee, kann das sein? Ha, andersrum. Es geht nur um Ready, Entschuldigung. Aber die Readiness Probe, die setzt das Ready und die Liveness Probe, die schießt den Container weg und baut einen neuen. Verbessert mich, wenn es falsch ist? Sehr gut. Der Andi hat genickt. Genau. Das heißt, wir benutzen den normalen Spring Boot Actuator-Pfad, den ich auch vorhin mal gezeigt habe. Das heißt, das ist auch ganz normales Spring Boot. Man muss eigentlich nur den Actuator-Starter mit reinziehen in seine POM in Spring Boot 2 und dann hat man das schon und das ist eigentlich ein riesen Mehrwert. Das ist meiner Meinung nach, sollte jede App einen
eine Health-Schnittstelle haben. Das heißt, wir sagen jetzt einfach mal kubectl apply-f deployment health. Und jetzt haben wir den Fall konfiguriert. Also jetzt wäre quasi, man hätte das mit Edit machen können. Hier macht es natürlich mehr Sinn, wenn es mehrere Befehle vor allem sind, das auch in dem File zu haben, dass man dann vielleicht auch wieder versionieren kann. Und jetzt wurde das Deployment geändert. Und jetzt ist tatsächlich im Vergleich zum Replikaset so, dass ein neues Replikaset erstellt wird. Das heißt, jetzt haben wir quasi gerade ein Rolling Upgrade. Ein bisschen hoch. Vor 24 Sekunden, als ich das Deployment konfiguriert habe, wurde ein neuer Pod gespawnt, der jetzt eben nicht ready ist. Ja, das heißt, der hat sein Image gezogen, was halt lokal schon vorhanden war, weil es die gleiche App ist, also das gleiche Container-Image. Und man sieht hier auch an der ersten ID, die zum Replikaset gehört, dass sich die ID geändert hat. Das heißt, es gibt jetzt ein zweites Replikaset. Wir haben zwei parallel. Das eine kümmert sich darum, langsam hier die Pods abzubauen. Das zweite, die neuen aufzubauen, also sprich die richtige Anzahl von Instanzen, also sprich drei Stück, die wir oben konfiguriert haben, vorzuhalten. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, weil eben jetzt genau der Stand ist, dass Spring Boot halt so ein bisschen dauert. Aber wir sehen schon, wir haben hier unten der zweitletzte, der gehört schon zu dem neuen Set, oder die beiden, die sind vor einer Minute und 49 Sekunden gespawnt und sind jetzt schon ready, schon. Je nachdem, welche Apps man da hat, muss man einfach rausfinden, wie man diese Checks anpasst. Aber man will halt auf jeden Fall einen Readiness-Check machen, weil der Service sonst schon Traffic auf einen Pod leitet, weil er denkt, ah, der ist ready, und der Pod sagt halt, oh, kein Pod. Und dann hast du eine 503 in deinem Browser oder in deinem Consumer, und das, dann rufen die Leute bei dir an. Genau. Was wir jetzt noch machen können oder wollen, ist natürlich, jetzt sind wir alle Java-Entwickler und wir haben schon eine App und die hat schon eine Application Properties. Einfach, weil ich zum Beispiel sagen will, ich möchte Security haben an dem Actuator. Ich möchte andere Actuator haben. Also der Standard, wenn du Actuator einbindest, dann kriegst du eine Health-Schnittstelle und eine Info-Schnittstelle. Wir wollen aber vielleicht, um auf irgendwie mal ein bisschen mehr Info von unserem Gerät zu bekommen, eine Environment-Schnittstelle und eine Config-Props-Schnittstelle oder eine der noch anderen, die es gibt. Ich habe jetzt mal die zwei genommen als Beispiel. Und man sieht hier oben, es ist eine Application-YAML. Und das wäre quasi auch das YAML-File, was ich in einem herkömmlichen Spring Boot-Deployment neben meine App legen würde. Also ich habe meinen Fetcher und nebendran habe ich einen Config-Folder oder zum Beispiel, ich lege es direkt nebendran, eine Application-YAML, die einfach diesen Inhalt hat. Was passiert ist, werden zwei neue Management-Endpoints konfiguriert, und wenn man aber die sensitiven Endpoints, wie, zeige ich gleich, die ich vorhin in meiner App konfiguriert habe, in der neuen Version, abrufen will, braucht man die Actuator-Rolle. Weil natürlich in Config-Props alle meine Config-Angaben drinstehen. Hier ist das nicht viel, wenn ich Passwörter habe, stehen die halt drin. Und ja, da kommen wir halt schnell in einen Zustand, den soll vielleicht nicht jeder auslesen. So, ich zeige kurz dazu, was ich in der App noch gemacht habe. Von Version 004 auf 005. Und zwar gibt es jetzt eine Spring Security Config. Und weiß nicht, hat jeder schon mal Spring Boot gemacht von euch? Das sagt zumindest keiner nein wahrscheinlich. Hat sich ein bisschen geändert. In Spring Boot 1 konnte man außen an der Application Config noch ein bisschen dran rumbauen. In Spring Boot 2 läuft es nur noch über den Web Security Configurer Adapter, den man hier instanziert als Bean. Und wir überschreiben quasi seine Konfiguration und sagen einfach, wir wollen Requests authorizen. Und zwar wollen wir, wenn wir sagen, wir gehen zur Health-Schnittstelle, Entschuldigung, das soll jeder dürfen, ja, weil Kubernetes halt auch mit seiner Readiness-Check, ich glaube, man kann da Autorisierung dran flanschen, aber Health sollte halt irgendwie immer möglich sein, glaube ich. Das heißt, jeder darf Health aufrufen. Was wir noch machen, alles andere, alle anderen Endpoints, Info, Env, Config Props, dafür möchte ich die Rolle Actuator haben. Und alles andere, also wenn ich Host aufrufe oder Slash, darf ich einfach so, weil das ist ja quasi der Nutzen unserer App. Genau. Was man dazu sagen muss, aus dieser Application Properties heraus, wer noch nicht das mit diesem Spring Security Kram gemacht hat, das hier heißt, die Rolle Actuator muss laut Config vorhanden sein, man muss aber eingeloggt sein. Ja, also
Dieser Spring Security User, wenn man hier noch einen User und Passwort dazu definiert und jemand schafft es in seinem Browser oder in seinem Curl das Ding einzugeben beim Basic Out, der bekommt diese Rolle dazu. Genau, so, und jetzt gibt es dazu so ein bisschen abgefahreneres Deployment. Ich habe versucht, wieder das auf dem alten aufzubauen, also alles bis hier Initial Delay ist das gleiche, mit der Ausnahme, dass ich natürlich die neuere Version brauche, weil die alte keine Spring Security Config hatte. Und was jetzt dazu kommt, sind noch diese drei Zusatzressourcen, von denen ich vorhin mal gesprochen habe auf den Folien. Das eine ist, wir mounten ein Volume in diesen Pod rein. Das heißt, der App wird ein Stück Speicherplatz zur Verfügung gestellt. Wir stellen der App Environment-Variablen zur Verfügung. Das heißt, die App greift darauf ganz normal zu. Es dreht sich hier alles um die Spring External Configuration, also alles, was ihr im herkömmlichen Linux-VM-Umfeld auch oder Windows auch machen könntet. Und was noch dazugekommen ist, ist, dass wir eben überhaupt mal ein Volume definieren. Ja, das ist quasi, wenn man jetzt natürlich diese Linien nach oben verfolgt, das Volume wird außerhalb des Containers definiert und das env halt an den Container dran. Und was wir machen ist, wir benutzen im Volume Mount diese Properties und mounten die an /app/config. Ja, vorhin im Docker-File hat man gesehen, die eigentliche App liegt unter /app. Und jetzt ist es einfach Spring Boot Konvention, dass es verschiedene Stellen auf dem Server gibt, wo er versucht, External Configs auszulesen. Und das eine ist eben innerhalb eines /config-Folders auf der gleichen Ebene, wo auch das Jar liegt. Natürlich kann das Read-Only sein. Ja, es muss ja nur lesen, das soll hoffentlich nicht da reinschreiben. Genau. Was ich vergessen habe, eben, wir haben dieses Volume definiert weiter unten. Tut mir leid, dass du ein bisschen hin und her springen, aber ich wollte ja noch einen extra Step mit erst env und dann und so weiter einbauen. Gerne auch gleich nochmal im Detail, wenn es jemand verpasst hat. Es wird eine Config Map benutzt. Also wenn ihr euch erinnert, es gibt noch, ich habe vorhin von drei zusätzlichen Ressourcen, die so die bekanntesten sind, gesprochen. Eben Config Maps, Volumes und Secrets. In dem Fall ist es ein Volume und da rein wird eine Config Map geschrieben. Heißt quasi, da wird so ein bisschen dem Pod ein bisschen Speicherplatz vorgegaukelt in Memory und der Pod oder die App denkt, ah ja, da gibt es einen Config-Folder, da drin liegt diese Application YAML. Den Inhalt schreiben wir in die Config Map. Ja, also so verdrahtet man nachher die Config Map, die eine Kubernetes-Ressource darstellt, in das Volume rein, sodass die App die benutzen kann. Genau. Secrets. Wir legen eine Environment-Variable an. Das ist einfach eine andere Alternative zu Externalized Configuration als File, ist, dass wir sagen, das wäre das Gleiche, wie wenn wir in die Application YAML schreiben würden, spring.security.user.name. Ja, also quasi das Gleiche, was wir hier in der Application YAML schon haben. Mit Spring Security User Roles kommt noch ein Name und ein Passwort dazu. Genau, und zwar wird jede dieser Environment-Variablen dieser beiden aus einem Secret befüllt. Und es gibt ein Secret einfach, das zeige ich euch gleich noch. Ich habe es mal Management-User genannt, weil wir es eben für die Actuator-Rolle benutzen wollen. Und in diesem Secret gibt es zwei Felder. Das eine ist der User und das andere ist das Passwort. Ich mache das einfach mal so nebendran, vielleicht ist das cool. Und das war das Falsche. Entschuldigung. Secret. Genau, also. Das machen wir zu. So, jetzt. Also, wir legen gleich ein Secret an. Also, wir speichern ein Secret in den Kubernetes Namespace, das unsere App benutzen darf. Der Name ist der Management User. Das heißt, da ist quasi die Referenz, die wir gleich im Deployment verwenden, um diese Environment-Variable anzulegen. Und für die User-Variable oder Name-Variable benutzen wir den User. Und für die Passwort-Variable benutzen wir dann das Passwortfeld. Und hier ist so ein bisschen der Punkt, da muss man sich im Klaren sein, einfach jeder, der den Namespace sehen kann, der kann auch die Secrets sehen. Und hier stehen jetzt zwar irgendwelche Kürzel, die JUC und Passwort heißen, aber wahrscheinlich haben es die meisten erkannt, das ist Base64 enkodiert, das heißt, das geht auch in beide Richtungen.
Ich weiß nicht, warum sich Kubernetes oder Google dafür entschieden hat, Base64 zu benutzen. Ich würde mir vorstellen, dass man damit halt alle möglichen Sonderzeichen umgehen kann, einfach. Die beim Deployment halt reinrutschen. Und ich würde das jetzt einfach mal deployen. Das heißt, wir haben hier eine Config. Das heißt, wir sehen eine Config-Map, können uns die auch immer anschauen. Zum Beispiel so. Und sehen einfach hier, wir haben hier irgend so eine Application-YAML, die wir demnächst dann einfach der App zur Verfügung stellen können, wenn wir sie mounten. Und ich würde mal das neue Deployment raushauen. Und was jetzt passieren wird, weil das Deployment einen State erwartet, wo es diese Config-Map gibt und das Secret. Wir haben aber das Secret noch nicht deployed. Es gibt noch kein Secret. Der Default-Token, den vergessen wir mal kurz. Das ist nur quasi ein User-Token, auf dem die Pods bereitgestellt werden. Das Secret Manager-User oder Management-User, wie ich es genannt habe, gibt es noch nicht. Und was dann passiert, so wie auch bei allen anderen Ressourcen, die erwartet werden, aber nicht vorhanden sind, ist dieses. Das heißt, Kubernetes merkt das und sagt, ich habe einen Create Container Config Error. Mir fehlt das Secret. Und man kann sich das auch anschauen. Describe ist so ein ganz guter Befehl eigentlich, wenn es irgendwo klemmt. Man kann dann die ganzen Ports, Replica, Set, Deployment nacheinander durchgehen. Meistens findet man irgendwann mehr oder weniger lesbar, was geht. Ich mache das mal ein bisschen höher, damit es alle sehen. Und dann sind wir bei dem Ding hier. Genau. Und hier sehen wir jetzt einfach den Error. Er sagt, Achtung, das Kubelet hat gesagt, also wir kriegen diese Nachricht vom Kubelet, das hat gemerkt, wir haben versucht, das Ding zu starten, wir brauchen einen Management-User, den gibt es aber nicht. Das gleiche passiert übrigens auch, wenn ihr an den Pod zu viel Ressourcen als Minimum dran definiert. Also Beispiel, wenn ich jetzt hier sage, meine Spring Boot App, die macht heimlich hinten dran eine Oracle DB oder sowas und ich brauche hier 18 Gigramm, mein Laptop gibt dem aber nur 2, dann steht hier Container und dann steht Waiting oder Building oder irgendwas und es kommt halt, die App wird nicht gestartet. Einfach weil Kubernetes darauf wartet, dass ich ihm diese Ressourcen, die ich definiere, auch zur Verfügung stelle. Was ganz cool daran ist, ist einfach auch, dass der Cluster sich auch so ein bisschen selber beschützt. Ja, wenn ich 20 Instanzen nebeneinander definiere und er würde die einfach hochfahren, ich habe das früher schon mal geschafft auf einer VM, ja, dann startest du halt 20 Mal dein Java und dann kommt der OOM-Killer vorbei und schmeißt dir dein SSH-Client weg oder Daemon weg und so weiter. Sollte hier nicht passieren, weil Kubernetes einfach aufpasst, dass ihr quasi die Ressourcen nicht overcommittet, sondern dass einfach nur so viel da sind, wie man wirklich auch maximal oder minimal verwenden will. Genau, und was wir jetzt machen können, ist einfach dieses Secret reinzuschreiben. Und was jetzt passiert, ist, dass Kube Control oder Kubernetes das merkt und jetzt eben den Pod auf Running setzt. Ich müsste lügen, wenn ich sage, ich bin sicher, dass es der gleiche ist. Da steht eine FJ64G an dem Pod. Unten auch, okay, hat funktioniert. Das heißt, was ich auch sagen wollte, ist natürlich, wenn eine Ressource fehlt und sobald die Ressource da ist, wird der Pod dann gestartet oder der Container und die Applikation innerhalb des Pods. Und jetzt haben wir eben dieses Rolling Upgrade. Ist halt bei Spring Boot Demos immer so, dass das halt ein bisschen dauert. 4b ist das neue Replika-Set, genau, hier sieht man eben, der eine Pod, der schon 3 Minuten läuft, der ist halt jetzt gerade erst hochgekommen, weil die Ressource gefehlt hat. Und in dem Moment, wo der hier auf die 1 geht, wird der erste Pod aus dem alten Replika-Set abgebaut. Ja, und dann ist das so eine Art für den Pod oder für das Image, was da läuft, so eine Art Graceful Shutdown. Das kann man konfigurieren, dass man einfach sagt, ich sag Delete und du hast 30 Sekunden und danach, da kannst du deine App schön gemütlich runterfahren, dich bei der Registry abmelden, wenn du das kannst, wenn deine App das unterstützt, aber nach 30 Sekunden ist halt fertig und dann fliegst du raus. Haha, da solltest du dich vorher drum gekümmert haben. Also in dem Fall ist es so, dass
der Service schickt so lange Requests in eine App rein, solange sie auf Ready 1 steht. Du kannst aber hier nicht. Du schüttelst den Kopf? Oder? Alles klar. Entschuldigung. Die Frage war, was passiert mit laufenden Requests, wenn ein Pod quasi auf Terminating gesetzt wird, also abgebaut wird? In dem Fall ist es so, dass es wahrscheinlich einen Timeout geben wird. Ich müsste lügen, wenn ich sage, ich bin sicher. Weder der Service noch der Ingress vorne dran entscheiden, ob der Request noch am Laufen ist und ob es zu jedem Request schon eine Antwort gab. Ja, also neue Requests werden in den Pod reingesteckt, solange er quasi sagt, oder solange das Kubelet weiß, der ist ready, sein Health-Check ist da. Aber der Health-Check kommt ja auch nur alle 10 Sekunden, also je nachdem, wie man es konfiguriert. Das heißt, es kann durchaus sein, wenn ein längerer Request in dem Pod hängt, dass der dann verloren geht. Ja, aber da ist vielleicht ein Punkt, wo du das auch an deiner App oder an dem State deiner App festmachen kannst. Also, dass du zum Beispiel sagst, wenn ich von außen einen Kill-Befehl bekomme oder ein Signal, dann will ich noch bestimmte Sachen fertig machen. Und dann muss das aber halt deine App abkönnen in dem Fall. Ja, also ich meine, wenn der Request drin hängt, du hast 10 Sekunden Timeout, du schießt eine Sekunde, nachdem er reinkam, die App ab. Weiß nicht, also ich wäre gespannt drauf, weil wir haben, sagen wir mal, ich könnte mir vorstellen, dass ich demnächst in diesen Fall reinlaufe, produktiv, ja, aber ja, kann es nicht sagen, ehrlich gesagt. Nee, also. Nein, wenn er Terminating ist, kriegt er, ist ja schon ready 0, er kriegt keine Requests mehr. Also das ist auch vielleicht, um das ein bisschen abzufangen, wenn das Kubelet schon weiß, dieser Container wird als nächstes weggeräumt, dann wird er erst auf ready 0 gesetzt und danach abgebaut. Einfach damit du eben nicht den Fall hast, wenn du weißt, der Container fliegt gleich weg, aber ich stopfe noch einen Request rein. Ja. Okay. Welchen Monitor? Die Frage ist. Die Frage ist, welches Monitoring bringt da Kubernetes von Haus aus mit? Was am Anfang zum Reinkommen ganz nett ist und zum Rumspielen, das bringt in dem Fall, Kubernetes bringt ein Dashboard mit. Man kann das mit Minikube, ich glaube, es heißt Minikube Dashboard, starten, das letztendlich machen, aber es gibt einen Haufen Minikube-Befehle, die einfach nur den Service oder den Ingress, den man gerade definiert hat, im Browser öffnet. Das heißt einfach nur einen Link, der dem Browser sagt, hier, geh mal dahin. Und ich meine, man kann hier so ein paar Sachen sehen, aber das ist sehr, sehr krude und es hat keine Autorisierung. Also in einem Live-System sollte man das irgendwie nicht benutzen oder wenigstens ordentlich absichern. Ja? Was man machen kann an Kubernetes, wofür Kubernetes quasi ausgelegt ist, ist eben, dass du mit zum Beispiel mit Prometheus oder mit Telegraph, InfluxDB von außen Metriken einsammelst. Also du kannst von außen zum Beispiel erheben, welche einmal die Metriken, also die Zahlen, die man hier auch sieht, du kannst zum Beispiel erheben, wie oft wurde ein Pod restartet. Ja, also du kannst mit kubectl, ich habe es vorhin nachgeschaut, nativ nicht nachschauen, wie viel Ressourcen dein Pod verbraucht. Ja, du kannst aber natürlich einen Metric Endpoint an deine App bauen. Ja. Ich glaube, da ist so ein bisschen die Frage, wie weit will man da gehen? Also was will man alles monitoren als Entwickler für sein Environment? Ich sag mal, es gibt Möglichkeiten, den Cluster an sich zu monitoren und es gibt Möglichkeiten, die App zu monitoren. Und es gibt auch Möglichkeiten, die App gleich mit zu monitoren. Das ist ganz praktisch. Also wenn ihr einen Kubernetes selber betreibt oder den von Google nehmt, dann könnt ihr die Cluster-Metriken und die Cluster-Logs einsammeln und über Annotations an den Pods kann man steuern, dass die Metriken, die der Pod generiert, also die App in dem Fall, auch gleich mit eingesammelt werden. Ja, auf den okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, was der beste Weg ist, direkt am Pod zu sehen, wie viel Ressourcen der gerade verbraucht oder wo er gerade hängt. Was du immer machen kannst, ist eben diese ganzen
die Ressourcen mit diesem Describe anzusehen, also dir einfach mehr Info darüber zeigen zu lassen. Also Beispiel wäre sowas wie, ich nehme mal den erstbesten Pod her, den wir vorhin gesehen haben. Und da ist schon so eine History der letzten so und so viele Events drin. Ja? Also wir sehen zum Beispiel, wir haben vorhin mal diesen Pod assigned auf den Cluster. Dann haben wir das Mount Volume gesetzt, dann haben wir das Mount Volume für den Default Token, mit dem die App läuft, gesetzt. Dann hatten wir ein Problem, das Secret zu finden. Das ist ja zum Beispiel sowas, was du vielleicht meinst, warum funktioniert es gerade nicht? Ja? Und was man zum Beispiel auch sieht, wenn man nachher einen Describe auf die, zum Beispiel aufs Replica-Set legt, dann sieht man zum Beispiel, was der Controller davon macht. Also welcher Pod wurde gerade gescheduled oder gestartet. Und am Deployment sieht man auch noch mehr Info. Ja, also. Ja. Also siehst zum Beispiel am Deployment siehst du auch sowas wie, es sind nicht genug Ressourcen vorhanden, um noch weitere Instanzen zu starten oder sowas. Sowas sieht man schon. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was die beste Lösung ist, zu sagen, aus Betreibersicht zu merken, ja, ich habe zu viele Sachen. Also wir benutzen Q-Prometheus, das ist so ein Unterprojekt von okay. Prometheus Operator von CoreOS und da kommt ein ganzes Set an Regeln, Alerts und so mit, die man sich den API-Server abfragen und die Sachen dann an Prometheus reinbringen. Okay. Also kannst du mal aufmachen, das ist eine riesen mhm. Okay, also hier wurde gerade, ich habe gerade was gelernt, man kann, ja, bitte, okay. Es gibt ein Projekt, das heißt Q-Prometheus, oder es gehört jetzt sogar offensichtlich zum Prometheus Operator. Operator sind einfach Möglichkeiten in Kubernetes noch andere Services mit einzubinden oder Sachen abzufragen. Und es ist auch so, wenn man zum Beispiel Prometheus mit Grafana benutzt, gibt es für Grafana schon fertige Dashboards, die einem alle möglichen Laufzeitinfos über den Kubernetes-Cluster anzeigen. Aber an der Stelle ist es, glaube ich, so, dass das eben über externe Tools passiert. Und ich glaube auch, dass Prometheus sich so als Best Practice rauskristallisiert. Ich habe es auch schon mit MetricBeat, also mit ElasticStack gesehen. Prometheus ist halt, glaube ich, verbreiteter, weil es halt viel Community-driven gemacht wird und viele. Wenn du irgendwas suchst, was zum Beispiel eine bestimmte Metrik in einem Dashboard zu suchen, dann gehst du wahrscheinlich auf die Community Grafana Dashboard Seite und wirst irgendwie mindestens ein Panel finden, was das kann schon, was du machst vielleicht. Okay, Fragen noch? Ja, die Frage ist, kann man auf den Docker-Daemon zugreifen, der da drunter läuft? Kann man. Minikube bietet das an, dass man zum Beispiel, das ist so wie Vagrant oder sowas auch, man kann sagen Minikube SSH oder halt, wenn man einfach eine normale Kubernetes-Installation hat, da läuft ja in der Regel auch eine VM drunter oder VMs unter den Nodes oder blankes Blech. Und dann sagen wir Minikube SSH und das kriegen eine Shell auf der Kiste und können ganz normal sagen, Docker PS, was läuft da eigentlich? Das heißt, alle Möglichkeiten, die man mit Docker hat, um sowas zu analysieren, hat man hier auch. Es ist nur ein bisschen eklig, den Container zu finden. So, weil halt eben außer dem Kubelet laufen alle Kubernetes-eigenen Services auch in Kubernetes. So, genau, jetzt wollte ich noch kurz zeigen, was wir hier gemacht haben. Das heißt, was wir machen können, ist einfach jetzt, wenn man nochmal Minikube Host abfragt, dann kommen hier die aktuellen Pods. Wir sehen da das Replica-Set, was wir eben schon gesehen haben, ist eigentlich uninteressant. Was wir sehen ist, dass der Actuator Health noch funktioniert und hoffentlich der Config Props Actuator nicht. Okay, vielleicht nehmen wir einen neuen Browser. Und jetzt bekommen wir eben Basic Out, weil wir innerhalb von Spring Security Config gesagt haben, wir wollen da Basic Out haben mit dem Username Yuk und dem grandiosen Passwort passw0rd. Und dann sehen wir halt natürlich leider, da gehe ich jetzt wieder in einen anderen Browser, wo so ein JSON-Format da drin ist, die Config Props, die man natürlich nicht jedem Consumer zur Verfügung stellen will. Aber das ist jetzt quasi schon wieder Spring Boot Welt, was da rauskommt. Zum Beispiel Username Yuk.
haben wir eben gesehen, haben wir als External Config eingepackt, kommt jetzt hier in die Config Props mit rein und ich habe mich damit angemeldet, also offensichtlich hat es funktioniert. Genau, was hatten wir noch? Genau. Und in dem Volume, wo die Config Map drin lag, habe ich die Config Props, den Config Props Endpoint angeschaltet. Das heißt, das hat offensichtlich auch funktioniert. Genau. Und ich wäre an der Stelle durch. Habt ihr noch Fragen? Bitte. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man sein Deployment nachher aktiv auf den Kubernetes-Cluster machen will. Ja, also idealerweise benutzt man ja ein Tool dafür. Ja, wir benutzen zum Beispiel bei meinem aktuellen Projekt Jenkins. Das heißt, wir haben einfach eine Pipeline geschrieben, die an irgendeiner Stelle sagt, die benutzt kubectl, das auf der Jenkins-Kiste als File abgelegt ist. Da läuft ein Linux drunter. Und wir stopfen da einfach tatsächlich Files rein. Wir machen in dem Fall aber ein großes File, weil wir da drin Variablen befüllen, die im Jenkins vorgehalten werden. Man kann zum Beispiel auch, ich weiß, dass man aus GitLab auch direkt aus der Pipeline in Kubernetes deployen kann, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich glaube, wenn ich es nicht aus irgendwelchen Templating-Gründen in einem großen File oder sowas haben möchte, würde ich es, glaube ich, einfach tatsächlich irgendwie nach Ressourcen aufteilen. Ja, aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel Secrets willst du ja nicht vielleicht irgendwo in Git dann mit dem Passwort versionieren, sondern das kommt vielleicht irgendwie auf anderem Wege geheim auf den Cluster oder sowas, in die Secret-Ressource auf dem Cluster drauf. Ich weiß nicht, wie machen es die anderen? Okay, also hier war der Vorschlag auch zu sagen, man legt vorher den Namespace schon mal an und hat einzelne Dateien für jede einzelne Ressource und die werden dann von Hand in den Namespace deployed, wenn er angelegt wird beim ersten Mal oder bei jedem Deployment nochmal angepasst, dass das den aktuellen Stand hat. Okay, was benutzt ihr für ein Templating-System? Okay, also Helm ist eine Möglichkeit. Helm ist so ein Helm-Charts, ist quasi, bezeichnet sich selbst als den Missing Template Manager für Kubernetes oder Missing Package Manager, wird auch ziemlich gehypt. Ich kenne nur Leute, die nur das Templating davon benutzen, um sich die Deployments und die Ressourcen zu generieren und sagen, das reine Helm-Install, das will ich gar nicht haben, das ist irgendwie Hexenwerk oder so. Weil da auch nochmal Credentials sind, da stehen alles Mögliche. Wie kann man das denn hier überhaupt hier regeln? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Dass wenn man jetzt hier wirklich Sitzungen quer über viele Pods machen soll, brauche ich dafür also ein Service Mesh oder sowas? Oder ich weiß nicht. Mhm. Also, ja. Die Frage ist, wie man Sessions handelt, die über mehrere Instanzen quasi funktionieren, weil und wo es das Problem vielleicht auch ist, dass man das aktuell nicht propagieren kann, aus technischen Gründen wahrscheinlich. Ich muss ja sagen, ich war noch nicht in dem Zustand. Ja, ich kann es dir gerade ehrlich gesagt nicht beantworten. Ja, Service Mesh ist sicher eine Möglichkeit, was auch stark propagiert wird. Also Linkerd und Istio sind so, glaube ich, die zwei bekanntesten, die im Kubernetes-Umfeld benutzt werden. Ich weiß noch, ob jemand eine Antwort davon hat, da drauf hat. Was macht ihr, wenn ihr Sessions über mehrere Pods propagieren müsst? Nicht? Vielleicht ist es auch tatsächlich die Frage, ob die App dann irgendwie oder die Anwendung zu Kubernetes passt. Ja, also habe ich ja vorhin schon gesagt, ich bin nicht überzeugt davon, dass man einfach jede App mit Gewalt da reinstopfen kann. Kann dir die Frage aber leider nicht beantworten. Ja, es gibt halt bei Versicherungen oder so, ich bin halt schon automatisch der komplexe Dinger, die versuchen, die zu zerteilen oder auf sowas zu bringen. Mhm. Weil das ist halt nie so ein Problem mehr halt. Weil ich wissen, wie man da weiterkommen soll. Mhm. Ich habe eigentlich auch schon vorher gehabt, aber hier. Das ist keine Lösung für dich, quasi. Nee, müsste man mal rausfinden, ob das mit Service Mesh geht. Ich habe das schon mal gehört über Helden oder so.
Na, Helm ist eigentlich nur dazu da, ich sag mal, die eigentlichen Ressourcen bereitzustellen. Also Helm macht keinen Service Mesh oder sowas. Das hat damit nichts zu tun. Aber ja, also die Frage ist einfach, es gibt halt eben Firmen, Beispiel Versicherungen oder sowas, Constraints, kann man das hier abbilden? Wahrscheinlich wird jetzt, wenn man so die Historie der letzten zig Juk-Talks, die ich gesehen habe, irgendwie anguckt, wird wahrscheinlich jemand Microservice rufen oder sowas. Also vielleicht ist da die Lösung irgendwo außerhalb zu suchen. Ich persönlich kann keine Antwort dazu geben, ob Kubernetes das kann oder wie. Ja, aber ich, ja. Also ich glaube, ich denke, das Problem haben viele. Und mein Gefühl bis jetzt, wo ich auch denke, dass Kubernetes relativ erfolgreich bleiben wird, ist, dass es nicht nur von vielen großen Firmen wie Google und Co. gepusht wird, sondern dass es auch eine ziemlich große Community gibt. Und dadurch, dass die ganzen Anbieter, die das in der Cloud anbieten, wie, standen wir vorhin auf einer Folie ein paar Beispiele, die sind, man kann da halt auch relativ günstig mal ausprobieren. So, ich glaube, dass das auch was ist. Du kannst halt nicht einfach bei VMware irgendwie 20 Server bestellen, um dir irgendwie was hinzuprobieren, 2 Tage lang oder sowas. Und dann fährst du es wieder weg. Aber du kannst halt bei Google relativ kurzfristig viele Ressourcen hernehmen, das ausprobieren, ob das für dich trägt, mit einer Demo-App oder so. Ist vielleicht ein bisschen komplizierter, sowas Abgefahrenes zu stricken. Und danach das wieder wegschmeißen. Also vielleicht ist es das auch eine Möglichkeit, da so ranzugehen. Ja. Aber die reine Lösung, ja. Ganz klar. Also wir haben auch beim ersten produktiven Kubernetes-Service oder produktiven Service, den wir auf Kubernetes betrieben haben, auch gesagt, das muss stabil sein. Wir können nicht irgendwie so eine Hippie-Lösung nehmen, die vielleicht übermorgen nicht mehr supported wird oder in 3 Wochen einfach auseinanderfällt. Das ist ganz klar. Ja, also ich denke, das ist vielleicht auch jedem hier bewusst, hoffentlich, dass man halt einfach das System nehmen muss, was für einen halt auch die größte Stabilität darstellt, wenn man darauf angewiesen ist. Okay, die Frage ist, wenn ich ein verteiltes System habe mit mehreren Microservices, die aber auf einen gleichen Versionsstand angewiesen sind, weil sie vielleicht nicht API-kompatibel sind, wie man das regeln kann. Ich würde aus meinem bisherigen Verständnis sagen, das ist keine so gute Microservice-Architektur, weil in meinem Verständnis die nicht voneinander abhängig sein sollten. Ja, also und API-kompatibel ist auch so eine Sache, weil ich denke, da musst du halt 2 APIs anbieten und in der nächsten Version die alte vielleicht deprecaten oder sowas. Die reine Kommunikation untereinander, die läuft über Services, also über Kubernetes Services. Jetzt hat man so viele gleiche Worte. Die Applikation spricht mit dem Kubernetes Service der anderen Applikation oder die andere Applikation anbietet. Und du kannst die Version, und für dich wäre das ja auch so ein Fall, wenn sie nicht API-kompatibel sind, innerhalb einer Version wäre das ja auch der Fall, dass du quasi gar kein Rolling-Upgrade machen kannst, sondern du musst erst alle Pods einer App wegschmeißen und dann die neue Version hinzustellen. Ja? Was du machen kannst, ist natürlich einfach alle, die miteinander das Problem haben, gleichzeitig abzubauen und gleichzeitig wieder aufzubauen in der neuen Version. Also du kannst zum Beispiel, wahrscheinlich sollte das irgendein Deployment-System regeln, dass das richtig macht und nicht jemand hackt es auf seinem Rechner hin. Was du immer machen kannst mit dem kubectl apply, ist einen Folder anzugeben. Ja, und dann werden eben alle Ressourcen quasi gleichzeitig geschrieben. Ja, und wenn man jetzt davon ausgeht, du hast irgendwie 5 Instanzen und du baust die eben nicht mit Rolling Upgrades, sondern mit, wie auch immer es heißt, gleichzeitig ab und danach wieder auf, dann musst du sowieso irgendwie ein Maintenance-Window machen und vielleicht kannst du dann auch sagen, ich baue alles von Hand ab, mach dann in Ruhe meine Schema-Migration, die ich vielleicht auch noch brauche und baue danach alles von Hand wieder auf. Also ich glaube, das hängt auch so ein bisschen an deiner App-Architektur vor allem. Na, Kubernetes bietet dir einiges an, aber wenn die Apps halt nicht kann, kannst du halt Wrapper außenrum schreiben, wirst du es halt nicht schaffen. Also die Frage ist, zu diesem Session-Management über mehrere Instanzen ist die Frage, ob man es nicht einfach in eine,
in eine Datenbank, die geshared ist, tun kann. Also Redis bietet sich aber sowas an. Ich nehme an, das habt ihr schon probiert wahrscheinlich. Ja, so eine Idee hatten wir aber auch. Das Problem mit Redis ist halt, das Ding muss halt immer online sein, das können wir gar nicht zusichern. Das ist ja wie so ein riesiger Cache und wir fahren die Dinge auch schon mal runter, sagen, und dann haben wir die Sessions nicht. Das können wir nicht so einfach wartungstechnisch so realisieren. Hm. Irgendwelche andere Ideen, aber so richtig sind wir noch nicht warm geworden. Service Mesh ist vielleicht ein Ansatz. Das habe ich noch gar nicht erforscht. Ist Theo oder was ich da gehört habe. Ja. Ja, oder halt so SNI oder sowas. Die sind ja auch dann immer irgendwie da. Okay. Also vielleicht. Ja. Es wird hier so ein bisschen hin und her gefragt. Vielleicht könnt ihr euch zusammen draußen hinsetzen und wir hätten alle was gewonnen, weil wir alle fröhlich sind, dass zwei Leute im Juk-Meetup sich gefunden haben und zusammen eine Lösung erarbeitet haben für ihre professionelle Anwendung. Ich würde das Ganze jetzt, glaube ich, auch abschließen. Ich meine, wir sind schon 90 Minuten drin. Wahrscheinlich wollt ihr alle dringend noch was trinken. Wir haben ja, wie gesagt, wie die Katja gesagt hat, noch ein paar Raps. Kommt mit Fragen gerne noch rum. Okay, noch eine Frage nach dem Build-Tooling, was wir machen. In den letzten mehreren Projekten, wo ich Kubernetes gemacht habe, da haben wir, glaube ich, das Fabric 8 Maven-Plugin benutzt, um Docker-Container zu bauen. Vielleicht auch einen Hint, wenn man anfängt mit Kubernetes. Es gibt eines der Fabric 8 Docker-Plugins, kann diese Ressourcen generieren, also Kubernetes-Ressourcen. Vielleicht will man das nicht in Prod machen, aber wenn man anfängt, ist das schon mal eine Möglichkeit zu sagen, der sieht aus irgendeinem Grund, macht er so ein paar sane Defaults in ein paar Ressourcen rein. Also was wir konkret machen ist, wir paketieren mit Maven, wir stopfen, so wie wir hier auch gesehen haben, einfach ein Jar-File in einen Docker-Container, bauen den mit dem Maven-Plugin und pushen den in eine Registry und wir sagen dann einfach nur dem so wie hier auch bei dem Deployment, kannst du mal aufmachen, das machen wir zu, wie halt quasi einfach das Image und die Version steht, da steht bei uns halt noch die private Registry vorne dran von der Firma. Heißt, ihr macht dann Release-Plugin, um Versionsnummern rein zu generieren? Oder ja, wir machen aktuell, wir benutzen hinten dran wenige Features von Gitflow, ja, also ich habe Projekte schon gesehen, da wurde von Hand released, also da wurde halt irgendein Tag geschickt und über einen Hook wurde quasi dann ein Release getaggt. Ich habe auch schon das Gitflow Release Plugin gegoogelt, bis man ein sinnvolles Plugin gefunden hat, irgendwie benutzt. Ich war mit einem Kollegen, mit dem Jo, am Überlegen, ob wir nicht einfach Service-IDs oder Blödsinn, ob wir nicht einfach Versionsnummern wegschmeißen und einfach nur zum Beispiel den Commit-Hash nehmen, wenn wir so in Richtung Continuous Delivery gehen, also dass wir sagen, wir merchen ein Feature in unseren führenden Branch und es wird paketiert, es wird in Kubernetes ausgerollt, in der Dev-Umgebung, es werden automatisiert vorher Unit-Tests und Acceptance-Tests gemacht, danach fahren wir Integration-Tests, also sprich, alle anderen in dieser Test-Stage fragen wir alle anderen Tools außenrum einmal durchgehend ab, dass wir sehen, okay, die Strecke funktioniert. Wenn das alles funktioniert hat, releasen wir quasi den Container. Und eigentlich bin ich der Meinung, ob da jetzt eine 0.3.25 dran steht oder ein Commit-Hash oder ein Short-Hash, ist mir persönlich egal, weil ich muss sowieso in irgendeiner Liste gucken, was da jetzt drin ist. So, der einzige Vorteil, den ich bei Versionsnummern sehe, ist, dass du danach sortieren kannst. Das ist also wirklich als Human-Readable-Dings, so ansonsten nach Datum. Genau, aber ja, funktioniert für uns. Dann jetzt Bier. Ich du hast noch eine Frage, okay. Ja, gute Frage. Ich sag mal, unter der Voraussetzung, dass dir jemand den Cluster betreibt, stabil, ob es Google ist, ob es dein IT-Team ist oder jemand aus dem Team mit einem Vertreter. Also ich glaube halt, wie viel braucht man, um es zu betreuen? Ja, im Zweifelsfall halt einen, der ans Telefon gehen kann und uns fixen kann. Ja, also ich glaube,
Kubernetes nimmt einem ein bisschen was ab, wenn man zum Beispiel sagt, der Health-Check ist nicht mehr da, mach eine neue Instanz nebendran und du hast aber drei parallel und es fällt nicht so viel runter. Du kannst das, also da ist, glaube ich, Kubernetes auch kein Safety-Net für, weil du kannst das mit anderem Tooling auch machen. Ja? Also im Zweifelsfall Docker Compose und Cronjobs oder sowas. Also ich bin auch nicht sicher. Weiß es noch nicht. Finden wir noch raus, dann, wenn es das erste Mal richtig kaputt ist, nachts am Wochenende oder so. Yay. Also